Willkommen zu einer neuen Serie auf dem Kanal namens Mission Trendsetter. Und hier werden wir versuchen, mit den deutschen Trends ein wenig uns zu beschäftigen. Nicht jede Woche, aber immer mal wieder. Vielleicht alle 2 Monate, vielleicht jeden Monat, vielleicht doch alle 2, 3 Wochen oder sonst was. Definitiv, aber nicht jede Woche. Jedenfalls habe ich mir aus den deutschen Trends 4 Songs rausgeholt, die ich mir heute anhören möchte mit euch. Wir haben zum einen Luciano mit Schmetterling. Wir haben Farid Bang und SSIO mit Pop Smoke Dance. Dann haben wir DaBaby mit Ball If I Want To und wir haben Don Toliver und Kelly Uchis mit ihrem Song Drugs and Hella Melodies. Die 4 Songs werden wir uns geben und ich bin mal gespannt, wie ich besonders zu den 2 Deutschrap-Songs reagieren werde. Ich habe sehr lange Zeit keine gescheiten, popular Deutschrap-Songs mehr gehört. Das ist echt lange her, von dem her mal gucken. Wir starten gleich mit Luciano Schmetterling. Das Ganze wurde produced von Ghana Beats und Gennaro. Mal gucken, wie es wird. Habe ich jemals in meinem Leben einen Luciano-Song gehört? Weiß ich überhaupt, wie Lucianos Stimme klingt? Ich habe keine Ahnung. Ich mag das nicht. Entschuldigung. Ich kann es erklären, weil die Stimmen sind immer so aufgesetzt. Und ich finde Deutschrap oder allgemein die deutsche Sprache gangstermäßig irgendwie klingen zu lassen oder sonst was. Die deutsche Sprache jemanden furchteinflößend machen zu lassen, funktioniert für mich nicht. Funktioniert für mich gar nicht. Es ist für mich immer das Bescheuerste, was es gibt. Muss ich wirklich sagen, es ist kein Hate an Luciano, weil da es gibt 10.000 Rapper, die das so machen. Und es ist ja auch wahrscheinlich auch nur meine Meinung. Aber ich finde die deutsche Sprache nicht furchteinflößend. Aber wir hören uns das weiter an. Ich bin ein fairer Mensch. Und sie fliegt wie ein Schmetterling. Landet in mein Bett mit einem Kuss auf die Stirn und ich fühl, wie sie Wärme will. Geht mit der Zeit und bereut nicht. Sag, wo bist du? Hoff ich find. Ich muss mal sagen, das Instrumental ist cool, weil das safe ein Instrumental ist. Ja, das in dem Instrumental ist ein Instrumental. Kollege, was laberst du? Ich wollte sagen, in den Instrumental ist safe ein Sample. Und ich finde das Sample eigentlich sehr angenehm. Ticks, Baby, Kopf ist tot, denn ich schmerz, nahm ich mit, Baby. Und das Video ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag diese sehr, sehr düstere Blaulicht-Atmosphäre. Das passt eigentlich auch zum Song an sich, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sich Leute das sehr gerne anhören würden, wenn sie nachts irgendwie durch eine Stadt fahren oder sonst was, wenn sie irgendwie vom Club heimfahren oder sonst was oder wenn sie irgendwie allgemein einfach den Tag beenden wollen und nach Hause wollen oder sowas. Ist eigentlich ein ziemlich guter Song dafür. Ich muss kurz rausfinden, wie seine Stimme wirklich klingt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich so klingt. Luciano Interview. Es klingt so aufgesetzt. Also, ich glaube, ich habe schon meinen Favoriten, der auf jeden Fall im Bett liegt. Ja, sie sag ich ja. Der hört sich nicht so an, sag ich ja. Aber hey, jedem das Seine natürlich. Jedem das Seine. Ich find's bloß ein bisschen aufgesetzt. Besonders bei Deutschrap finde ich es ein bisschen. Na gut, aber Luciano Schmetterling hat mich gefreut, die Bekanntschaft zu machen mit Luciano. Wem es gefällt, ich hasse es nicht. Ich hasse den Song jetzt nicht. Ich finde den Song in Ordnung. Ich hätte kein Problem damit, wenn irgendwie ein Kollege von mir das irgendwie im Auto anmachen würde oder sonst was. Es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Kommen wir zu anderen Stimmen, die man so macht, damit man gefährlicher klingt. Da kommt jetzt Farid Bang mit SSIO für Pop Smoke Dance. Ich muss immer wieder an dieses Meme denken, wo Farid Bang Rocket League spielt. Es ist jedes Mal, ich werde es einblenden. Du kleiner Hurensohn, du kleiner Nuttensohn, ich schwöre es dir auf Gott, kommst du mir einmal in die Quere, bist du einmal frech zu mir, fick ich deine Mutter, hast du das verstanden? Wenn ich dich einmal erwische, wenn ich dich einmal sehe. Ich finde das Video so genial, ohne Scheiß. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht um Farid Bang und SSIO mit Pop Smoke Dance, produced von SWYV und Kyrie. Ich glaube, den ersten Producer-Namen habe ich falsch ausgesprochen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Such den leichteren Namen aus. Oder ist es Swivy? Swivy. Wie quasi Swi und dann Swi. Ich meine, keine Ahnung. Fick dich. Was war das denn jetzt, Alter? Da steht sehr unauffällig jemand am Telefon. Was? Das erinnert mich an diesen einen Porno, wo der Typ sich die Lampe über den Kopf zieht, Alter. Oh, es ist, glaube ich, SSIO gewesen unter der Zeitung. Weiß ich nicht, wer SSIO... Also ich weiß, wer SSIO an sich ist, aber ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass er es war. Schlag ich dir Huso in dein Face, siehst du verschwommen wie auf Ufos Insta-Page. Ey. Du siehst Messages, die ich bei dir im Schick voller Penis-Pics. Ey. Du bist Maler, Job mit einem Maler-Job, sie so...
sind so viele Effekte, ich könnte mir dieses Video gar nicht geben, ohne Scheiß, wirklich. Das ist so, das ist wirklich so ein Video, was du dir einmal anschaust, wirklich. Wer sich das Video mehrmals geben kann, Respekt. Das ist jetzt kein Hate, definitiv gegen den Video-Editor, weil es an sich well edited ist, aber es ist too much einfach. Es ist too fucking much. Das war bestimmt ein Diss gegen irgendeinen Rapper oder sonst was, ich kenne, aber Data Love. Heißt ja so, ich kenne den nicht. Wer jetzt irgendwie erwarten sollte, dass ich jetzt den Kontext von den ganzen Rappern kenne, in welcher Form er die disst, wer die Rapper überhaupt sind, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich kann dir wirklich nicht weiterhelfen. Ich finde den Beat aber auch ehrlich gesagt langweilig. Natürlich ist es für Farid Bang vielleicht auch besser, weil er halt eben so eine präsente Stimme hat, die jeder sofort erkennt. Dass er eine Instrumental-Darbietung hat, die einfach ein bisschen laid-back ist, beziehungsweise ein bisschen einfach sich zurückhält. Weil ich denke, die Farid Bang-Stimme ist tatsächlich ein Markenzeichen in Deutschrap, aber bin noch nicht so qualifiziert in der Deutschrap-Agenda, sodass ich sagen könnte, ja, das ist jetzt so. Ist jetzt nur meine Vermutung. Farid, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier treffe. Ich dich auch nicht, du weißt ja, wer das ist. Oscar. Oscar. Ich nehm dich nicht als Frau, weil du hast angeschafft für Ahmed. Wer ist Ahmed? Wer ist Ahmed? Ist das auch wieder jemand, der quasi mit bürgerlichem Namen Ahmed heißt und dann als Rappername jemand anderes ist? Muss ich jetzt wirklich auf Genius gehen für so? Ich gehe auf Genius. Jedenfalls, Respekt Sex Workers. Es ist 2021. Ich glaube, es kann nicht so schwer sein, Sexworkers zu respektieren. Auch mein Schwanz ist eine Waffe, ey! Move this man! Move! Schön zu sehen, dass sich bei Farid Bang auch nichts geändert hat. Ich weiß, es ist natürlich nicht das Geilste, wenn es deine Mom einen Onlyfans hat und du bist jetzt zum Beispiel ein Sohn und gehst noch in die Schule oder so. Aber ganz ehrlich, who the fuck cares? Who cares? Der Song ist definitiv weitaus schwächer als der Luciano-Song, muss ich definitiv sagen. Dafür starten wir mit The Baby mit Ball If I Want To. Ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt, weil The Baby in dem letzten Jahr jetzt nicht so spannend für mich war. Der hat jetzt nicht viel gezeigt, dass er ein bisschen vielseitiger sein könnte oder sonst was, sondern er hat einfach nur das Gleiche durchgezogen, immer und immer wieder mit Jetson. Jetson made another one. Jetson made another one. Und Jetson made another one. Und Jetson made another one. Und es klingt immer noch gleich. Und es klingt immer noch gleich. Und es klingt immer noch gleich. Also es... Perfekt gestoppt. Bitches. Ich finde auch das Thumbnail, wo ich gerade gestoppt habe, ist perfekt. Und nenne die Datei. Let's go. Ich muss jetzt schon sagen, es ist nicht der gleiche Producer. Es war DA Got That Dope. Also mal gucken, vielleicht wird es ja was komplett anderes. Aber wahrscheinlich ist der Flow wieder gleich. Ich mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Der Song ist eh nicht so lang. Nope, ist dasselbe. Ich finde das Sample auch sehr nervig. Die ganze Zeit dieses If I want to, if I want to. Ist nervig. Ist nicht so ganz geil. Deswegen verstehe ich auch, dass der Song nicht mal 2 Minuten geht. Nee, sorry, ist nicht meins. Kommen wir zum letzten Song. Auf den Song freue ich mich richtig. Denn es ist Don Toliver mit Kelly Uchis. Das ist ein Collab, was ich niemals erwartet hätte, aber here we are. Wir haben ja Kelly Uchis bereits schon geteased bekommen im letzten Musikvideo von Don Toliver. Von dem her war da schon was drin, aber ich dachte nie, dass das wirklich so ein richtiges Collab wird. Okay, Atmosphäre ist jetzt schon da. Atmo ist jetzt schon sowas von da. Und Kelly auch, damn. Nice. Oh, ist echt geil. Und ich bin ein bisschen eifersüchtig auf Don Toliver fürs Musikvideo. Aber es ist ein anderes Thema, okay? Es ist ein anderes Thema.
It should have been me, not him! It's not fair! Also der Chorus ist wirklich geil. Der Chorus von Kelly ist so gut. Oh mein Gott. Ich muss unbedingt wissen, wer das produced hat. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der Engineer dahinter auch Mike Dean war. Oh, Mike Dean hatte gar nichts damit zu tun. Okay, Mike Dean, also steht zumindest nichts drin. Aber wer damit zu tun hatte, war DJ Dahi. Und DJ Dahi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist ein richtig geiler Producer. Das haben wir auch bereits dieses Jahr gemerkt mit dem Brent Fires und Tyler, the Creator Song Gravity. Oder auch allgemein die ganze Arbeit, die er für Kendrick Lamar zum Beispiel gemacht hat. Es ist... Oh, toller Typ, toller Typ. Ich habe das Gefühl, das war ein bisschen kurz, aber es waren tatsächlich 3 Minuten. Ich war wahrscheinlich echt spaced out. Aber hey, geiler Song, wirklich, geiler Song. Ich finde das visuell auch geil. Also diese Unterwasserszene und auch diese Unterwasserszene. Das sollte es wieder gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Meinungen haben euch nicht so offended. Auch wenn es mir völlig fucking egal ist, weil dann bist du selber schuld. Ich bin nur ein Typ vom Internet. Ja gut, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, lasst euch gut gehen. Ciao.